Rose Fröhlich, echter Patientenfall. Kaffee hilft dir beim Abnehmen. Ihr Lieben, ich bin die Rose Fröhlich, Diätassistentin mit Online-Praxis und Kassenzulassung. Sagt mir mal, wo kommt dieser Hype mit diesem Kaffee her? Ich sehe überall irgendwelche Informationen. Ich kriege das von den Patienten zu hören. Hilft der Kaffee zum Abnehmen? Brauche ich nur noch Kaffee trinken? Wird das alles besser? Ihr Lieben, schreibt mir mal in die Kommentare, was ihr so über den Kaffee denkt. Und welche Erfahrungen ihr mit Kaffee und Abnehmen oder Gewichtsveränderungen und meinetwegen auch Gewichtszunahme habt. Es wird ja gesagt, dass der Kaffee, kommen wir mal zu den Fakten hier, ihr Lieben, denkt noch dran, plus weg, abonnieren, je nachdem, wo ihr mich seht. Aber kommen wir nochmal zu den Fakten zurück. Also, Kaffee selber ist ja am Ende etwas, wird immer gesagt, regt den Stoffwechsel an. Ja, Leute, was ist Stoffwechsel? Also, ich verbrauche Energie, ja, über die Muskelzellen. Ich kann Zucker, Fett und Eiweiß verstoffwechseln. Was haben wir davon hier überhaupt drin in so einem Kaffee? Da ist Wasser drin, da haben wir die Kaffeebohne. Solange wir den Kaffee schwarz trinken, passiert ja erstmal nichts. Das heißt, der Blutzuckerverlauf geht nicht hoch. Fett und die Eiweißquelle können wir natürlich vernachlässigen. Natürlich haben wir hier einen Anteil auch an Fett in der Kaffeebohne drin. Aber das hat jetzt keine Auswirkung auf Cholesterin oder so. Das heißt, diese Stoffwechselanregung kann ich, das Einzige, was man erklären kann, ist ja Koffein, das den Blutdruck verändern kann. Da weiß man mittlerweile aber auch, dass bestimmte Mengen an Kaffee, also 2 Becher Kaffee, 4 Tassen Kaffee pro Tag in die Trinkmenge reingehört. Und dass das der regelmäßige Kaffeetrinker nicht unbedingt verändern Blutdruck hat. Dass das individuell sein kann, dass ihr auf den Kaffee reagiert und eventuell da eine Reaktion auf den Blutdruck merkt, das ist natürlich möglich. Aber zum Abnehmen ist mir das völlig unerklärlich. Also ich glaube ja, das sind so andere Tricks dahinter, Produkte oder das Produkt an den Markt zu bringen. Weil, ganz ehrlich, wenn wir alle Kaffeetrinker, die viel Kaffee trinken, nicht trinken auch gerne Kaffee, dann wären wir ja alle super schlank. Dann hätten wir gar kein Übergewicht. Und ganz ehrlich, dann würden die Krankenkassen oder die Ärzte sagen, Leute, trinkt Kaffee, Gewicht geht weg und fertig. Also so einfach wäre es ja. Wenn es so einfach wäre, ne, also, ne, ein bisschen nachdenken, ich glaube, das passt nicht so wirklich. Also, Kaffee hilft ja jetzt beim Abnehmen, man kann ihn nutzen, solange kein Zucker, keine Milch drin ist, sind ja keine Kohlenhydrate drin, das heißt, ihr müsst ihn schwarz trinken, solange keine Milch drin ist, ist kein Eiweiß drin, wobei das Eiweiß bei der Milch, und die Milch enthält ja auch noch einen Anteil Milchzucker, die Milch, beziehungsweise das Eiweiß wäre jetzt nicht das Problem, ne? Ihr seht ja hier im Hintergrund Milch, also könnt ihr gerne nutzen, weil wir ja immer gesagt haben, für die Gewichtsveränderung wollen wir das Eiweiß anheben. Aber der Kaffee per se, wenn ich dann den Tag über Chips oder Schokolade oder Süßigkeiten esse oder Kuchen esse, Kekse esse oder neulich hatte ich jemand, ja, da gab es Kuchen und da gab es Zimtschnecken und da hat der Kollege noch lecker Kuchen vom Wochenende, also am Montag, ne, war das, ausgegeben. Das heißt, das kennt ihr auch alle, dass am Montag auf den Arbeitsplätzen die Varianten vom Wochenende, die übrig geblieben sind, nehmen die Leute alle mit und häufig sind das einfach schnellere Kohlenhydrate. Und dann nützt mir der Kaffee auch nichts, wenn ich die Kohlenhydrate sozusagen über das Essen habe. Also ihr Lieben, lasst euch nicht alles aufschwatzen, ne? Immer ein bisschen selber darüber nachdenken, passt das überhaupt? Und eine Stoffwechselanregung, das nochmal am Rande, kann über Bewegung stattfinden. Also wenn ich mehr Energie verbrauchen möchte, muss ich meine Muskeln bewegen. Also muss ich laufen oder gehen, was für mich persönlich möglich ist. Oder wer Lust hat, kann natürlich auch in den Sport gehen. Es ist aber natürlich auch mit Alltagsbewegung möglich. Auch Geschirrspüler ausräumen, Betten machen, Wäsche machen, Tisch abwischen, Geschirr ausräumen. Oder ich habe ja sortieren oder irgendwas umräumen oder malern. Also all, was die Welt hat, Gartenarbeit. Diese ganzen gesamten Tätigkeiten, auch das Einkaufen gehen, muss ja auch irgendwie hingehen, ne? Fahre ja auch nicht mit dem Auto in den Supermarkt rein, also noch nicht, kommt wahrscheinlich, also ne? Man arbeitet ja sicherlich dran. Aber in der Regel müssen wir uns bewegen und das ist stoffwechselanregend. Und bei dem Kaffee wäre es am Ende das Koffein. Also ihr Lieben, schön Kaffee trinken, wer mag, gerne einbauen, wer es nicht mag, ne? Lasst es einfach weg. Ist ja auch mal ganz sinnvoll, Dinge zu haben, die man nicht unbedingt mag. Ich wünsche euch jetzt einen schönen Tag und ja, denkt mal dran, schreibt mir mal in die Kommentare, was ihr über Kaffee und Abnehmen denkt. Ganz liebe Grüße und ja, bis zum nächsten Mal.